Mein Name ist Joachim Schweinfurt von der Bank M in Frankfurt, eine Investmentbank, die fokussiert ist auf mittelständische Unternehmen, die am Kapitalmarkt operieren. Willkommen, Herr Schweinfurt. Wie gefällt Ihnen das Konzept der Veranstaltung heute? Als Beobachter am Kapitalmarkt besuche ich immer wieder Veranstaltungen und heute das erste Mal hier in Heilbronn und muss sagen, das Format überzeugt mich, weil es insbesondere durch die Komprimierung des Themas Automotive, an dem ich ein besonderes Interesse habe, und an der Auswahl der Referenten, sprich Unternehmen, mir Informationen bietet, die ich so in der Dichte selten bekomme. Sie nehmen ja schon das Wort, also heute ganz im Zeichen des Automobils. Was steht da für Sie im Fokus? Für mich steht insbesondere im Fokus einmal die Entwicklung der Unternehmen im Einzelnen, die präsentieren, aber übergeordnet auch die konzeptionelle Ausrichtung der Unternehmen auf die Fragen der Zukunft, insbesondere E-Mobilität und was sich da drumherum entwickelt. Was nehmen Sie heute von dieser Veranstaltung mit nach Hause? Ich nehme insbesondere mit, dass der deutsche Mittelstand sehr innovativ hier auf die Fragen der Zeit reagiert und dass Themen, die momentan in der Öffentlichkeit sehr stark diskutiert werden, E-Mobilität, auch differenziert betrachtet werden müssen und alte konventionelle Technologien bei weitem noch nicht ausgereizt sind.